Tripwire. Hopsuit Labs. Powered by Unreal Engine. Georgia. Georgia.org/media. Killing Floor 2. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Killing Floor 2. Ja, es ist ein weiteres Spiel, das ich in meinem PS Plus Abo erworben habe. Soll ein ziemliches Online-Multiplayer-Gemetzelspiel sein, Solo, ziemlich keinen Spaß machen. Deswegen habe ich mir einfach mal gedacht, dadurch, dass er einfach keinen Story-Modus hat, das heißt irgendwie Anfang und Ende, werde ich mir das Spiel auf jeden Fall mal anschauen. Je nachdem, wie viel Spaß es mir macht, länger oder kürzer zocken. Was ich aber auf alle Fälle machen werde... Ja, den Charakter habe ich mir vorhin schon mal kurz erstellt. Ja. Was ich aber auf jeden Fall also machen werde, ist jeden Modi mal spielen und jede Karte einfach mal online spielen. Das heißt, es gibt insgesamt 3 Spielmodis. Einmal das Überleben, einfach gegen PvE. Paar Spieler gegen irgendwelche Zombies. Dann gibt es irgendwie so einen wöchentlichen Ausbruch. Keine Ahnung, was genau das sein soll. Und Versus Überleben, das heißt paar Echtspieler gegen paar andere Echtspieler plus KI-gesteuerten Zombies. Ich werde einfach bei jeder Folge einen anderen Modus hier auswählen und bei jeder Folge eine andere Karte auswählen. Das heißt, mein Plan jetzt ist auf jeden Fall mal jeden Modus und jede Map mal ausprobiert haben. Wenn es mir sehr gut gefällt, werde ich vielleicht das Let's Play auch einfach länger ziehen. Das heißt, noch mal ein bisschen mehr spielen, hier und da. Aber damit ihr auf jeden Fall mal alle Maps gesehen habt, alle Modis gesehen habt, fangen wir jetzt erstmal so an. Schwierigkeit ist mir mal normal. Länge ist das einfach mal beliebig, öffentlich. Nicht gestartete Spiele, nur auch alles schön von Anfang an sehen. Und in Europa. So, das heißt, wir fangen jetzt mit Überleben an. PvE. Auf der Karte Blood. Blattika Labor. So, zack, los geht's. Ich hoffe, das dauert nicht so lange, bis man da warten muss. Ich hoffe, es gibt genug Leute, die das Spiel spielen. Aber einen geilen Soundtrack hat auf jeden Fall schon mal. Aha, okay, ready? Mittel 7 Wellen. Okay, ich habe noch keine Ahnung von der Steuerung. Oh, das war jetzt wohl eine Granate. Etwas Höhlenforschung. Das ist wohl okay. Schlagen. Ja. Auch nochmal ein Schlag. Ach, das ist Wegstoßen wahrscheinlich dann eher. Wow. Ja. So, was ist das hier? Das ist auch nochmal ein Schlag. Das ist wahrscheinlich ein schneller Schlag und ein starker Schlag. Hüpfen. Da werde ich wahrscheinlich nachladen. Guter Start. Jetzt beendet den Auftrag. Kreis macht noch gar nichts. Dreieck. Ah, oh, ich habe eine Waffe. Okay, hier jetzt tatsächlich nachladen. Da kann ich nochmal schlagen. Uah. Mami. Kann ich noch mehr Waffen? Zack, nee. Und nachladen. Bam, bam, bam. Bah. Shit, verreckt. Wenn ihr fertig seid, kann ich die Händlerkapsel wieder öffnen. Das war der letzte. Geh zur angezeigten Kapsel für mehr Ausrüstung. Wo ist sie? Du brauchst eine. Wo ist eine Händlerkapsel? Ich komme. Nee? Das sind lustige Erinnerungen. Was?
Wieso kann ich mich ducken? Ja, was macht das Ding? Mehr Sets im Anmarsch. Packt eure Sachen zusammen. Wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwie bin ich hier ziemlich allein. Wie kann das sein? Ich glaube, so viele Leute spielen das Spiel leider nicht mehr. Beeilung, die Sets kommen näher. Mehr Sets geortet. Zurück in den Kampf, Mesami. Wow. Shit. Shit. Ein guter Start, aber es sind noch viele Sets übrig. Alter, Falter. Verdient. Jetzt gib es aus. Festival. Schön, dass du wieder zurück bist. Blute nicht alles voll. Komm, wir machen einfach die Autoverbesserung. Was ist dies? Aha, Munition. Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung. Also ziemlich viel Action hier auf jeden Fall und ziemlich viel Adrenalin vor allem. Meine Fresse. Oh, das ist eigentlich eine ganz gute Gegend hier. Jawohl, das sind so viele offene Lücken. Letzte Chance. Ich muss die Kapsel zumachen. Die Pause ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Mehr Sets kommen. Shit. Oh, fuck. Oh, shit. Haut ab, lass mich durch.
Boah. Wupp. Oh, kein schlechter Anfang. Das war aber nur zum Aufwärmen. Was hat? Zeitlupe. Dieser Schwarm ist fast erledigt. Gute Arbeit. Wir können die Händlerkapsel bald wieder öffnen. Ist das irgendein Wunderschleim? Perfekt. Die Kapsel ist wieder offen. Rüsten wir euch aus. Alter Schwede, ey. Du bist ein richtiger Überlebenskünstler. Sehen. Das geht ja mal dreckig ab. Aber es wäre echt irgendwie lustiger, wenn echt mehr Leute da wären. Warum bin ich hier so komplett alleine? Was diese Speise bringt, habe ich auch noch nicht so ganz gecheckt. Vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Schön, dass du wieder zurück bist. Blute nicht alles voll. Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung. Etwas Höhlenforschung. Die Zeit ist fast um. Trefft eure Wahl. Hui, jetzt habe ich eine Nagelpistole. Die Zeit ist fast um. Wit. Mehr Sets geortet. Zurück in den Kampf, Mesami. Schön zugesetzt. Aber es sind noch einige. Ne? Oh shit, ich kann hier gar nicht hin. Geschafft, kacke. Ja, es gibt kein nächstes Spiel, das ist fertig. Mann. So, jetzt kriege ich wenigstens ein bisschen was hier. ...73 Kopfschüsse. Ja. So, zack, zum Startmenü. Ja, das war auf jeden Fall eine lustige erste Runde. Ist
ein Spiel mit viel Splatter-Atmosphäre. Pitch, Platsch, Kopf ab und so. Sieht schon mal ganz lustig aus. Das Problem ist nur, so alleine war das jetzt echt irgendwie ziemlich für den Arsch. Ja. Hoffen mal, dass wir in der nächsten Runde ein paar mehr Mitspieler haben, die wir online finden werden. Ich hoffe mal, es gibt noch Leute da draußen, die dieses Spiel zocken. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Killing Floor 2. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Splatter, 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 splatter.